Hallo liebe Zockerfreunde und willkommen zurück zu meinem Let's Play von Monster Hunter Generations Ultimate. Wir begeben uns direkt zu unserer nächsten Aufgabe. Ich erinnere mich noch, mir ist der Honig ausgegangen. Ich muss dringend mehr Honig suchen. Aber mal schauen, was unsere nächste Aufgabe so ist und wie viel Honig die hergibt. Hungrige Augen. Erjage einen Nargakuga und die Flügel verletzen. Das erinnert mich doch irgendwie, ich meine, genau das mit der gleichen Nebenaufgabe habe ich doch auch schon mal gemacht. Wahrscheinlich in einem anderen Gebiet, diesmal im Nebelgipfel. Nachtfischen ist das reinste Vergnügen, diese Ruhe. Die Sterne spiegeln sich im Wasser. Beim letzten Mal sah ich zwei rote Sternschnuppen. Dann weiß ich nur noch, dass ich verletzt am Boden lag. Na, dann gehen wir dieses Problem mal an. Die roten Sternschnuppen. Habe ich wieder Ausdauer 25. Ach, der Koch ist, ach, wenn die Kochmütze dabei ist. Der Koch ist total motiviert. Und Fähigkeitsaktivierung erhöht. So, los geht's. Ich weiß noch, der Genosse oder der Kollege war ziemlich unentspannt. Er hüpfte auch ziemlich wild hin und her und war generell ziemlich wild. Aber auch das wird werden. Von der Truhe muss ich erstmal weg. Schon Max. Ach ja, weil der Koch ja entsprechend motiviert war. So, hier bin ich mir ziemlich sicher, dass hier überall Honig rumsteht. Oder zumindest an zwei, drei Stellen. Den werde ich auf jeden Fall dringend mitnehmen müssen. Bei der 5 auf jeden Fall. Dann gehen wir doch mal schauen, was die 5 hergibt. Vielleicht gibt es hier auch ein Nicaragua, heißt da glaube ich her. Nö, sieht gar nicht mal so gut aus, aber ich sehe Honig. Ich sehe keine toten Menschen, ich sehe Honig. Das war's schon. Schade. War gar nicht mal so viel richtiger Honig da drin. Da ist er und ich werde seinen rechten Flügel verletzen. Also muss ich auf den linken hauen. Komisch, dass er mir nochmal so vorgestellt wird, weil ich könnte schwören, ich hätte den schon bekämpft. Nicht getroffen. Nochmal. Zack. Habe ich ihn jetzt getroffen? Ja, sieht gut aus. Ach ja, den weiß ich auch noch. Den musste ich an den Flügeln treffen. Autsch. Oder auch am Schwanz. Das reichte, glaube ich, auch, um den roten Buff zu kriegen. Genau, da ist er auch schon. So, auf den rechten Flügel immer. Das ist zumindest der Plan. Ja, genau, ey, was der für eine Reichweite hat. Oh Gott, oh Gott. Ach komm, der weicht besser aus als ich, der Junge. Okay, ich muss mir aber nochmal den Buff holen, weil wenn er am Boden liegt, möchte ich definitiv den roten Buff haben. Der ist orange, macht aber nichts. Der ist weiß. Der ist gar nicht. Aua. Aua. Und Triple. Oh
Ach komm, ey. Boah, Junge, bleib doch mal stehen. Da ist er doch. Ja, mit Triple Buff gleich auf seinen rechten Flügel. Bin mir bei ihm auch nicht so sicher, das war glaube ich auch das letzte Mal das Problem, ob ich da wirklich seinen Flügel treffe. Oh oh. Ha, sauber vorbeigesprungen. Naja, seinen Schwanz will ich eigentlich nicht. Andere Seite. Ja, und jetzt rennt mich noch dieses Schweinchen hier um. Was macht er jetzt? Wegfliegen? Es sieht so aus. Ah, nein, falsch abgebogen. Oh Mann. Und wieso wird es denn jetzt nur weiß und nicht mehr rot am Flügel? Hallo? Dann nehme ich halt den roten Buff. Naja, man merkt schon, dass ihm die Puste so ein bisschen ausgeht. Er ist nicht mehr ganz so wild, ihm tropft der Geifer aus dem Mund. Er legt sich hin.
Wo bin ich denn hier? Ach komm schon. Oh, jetzt ist er wild. Rote Augen. Oh, wollte ich zwar nicht hin, ist aber egal. Oder ist beziehungsweise ist ganz gut, weil ich eh gerade die Waffe schärfen wollte. So, ich werde ihn nochmal mit einem Farbball bewerfen. Sicher ist sicher. Ach Gott. So, zeig mir deinen rechten Flügel. Ich könnte auch einfach... Naja, oder auch nicht. Mein Extraktjäger 2 starten, aber da war ich dann doch zu langsam gewesen. Wobei ich jetzt noch einen roten Buff bekommen habe. So, gab es hier Honig? Nein, ne? Aber in dem 9er Gebiet, da könnte es noch Honig gegeben haben, oder? Oh nein, ey. Oh Mann. Ich habe das Gefühl, obwohl ich mich jetzt schon echt auf diesen einen Flügel da konzentriert habe, dass das immer noch nicht so viel wird. Oh Gott, der Buff fehlt wieder. Der Buff ist ausgelaufen. Danke. Da ist er wieder. Wie jetzt? Warum ist, was ist mit dieser Falle passiert, die da gerade noch lag? Warum auch immer? Aber jetzt treffe ich auch die Flügel nicht mehr gescheit. Das habe ich jetzt echt nicht gecheckt, was gerade mit dieser Falle passiert ist. Naja. Ach man, ist auch irgendwie relativ lästig da dran zu kommen. Und dann dreht er sich schon wieder weg. Ah jawohl, ich habe die Nebenquest erfüllt. Naja, ein gut Ding will halt Weile haben, ne? Ja, danke, danke, danke.
So, jetzt noch einmal den roten Buff bitte und dann hoffe ich auch mal... Hat er eigentlich einen Shiny Drop hinterlassen? Nee, ne? Bei seinem Flügel. Dann hoffe ich auch mal, dass ich ihn dann langsam umgehauen kriege. Nein, heilen wollte ich mich eigentlich auch gar nicht. So, wenigstens hat es diesmal für den Triple Buff gereicht. Er humpelt auch weg. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann kann ich ihm jetzt wenigstens mit dem Triple Buff hoffentlich den Rest geben. Ah, ich hätte vorher nochmal schärfen können, wenigstens. Ach, er läuft schon aus. Es geht einfach zu schnell, dass der ausläuft. So. Noch ein paar auf den Dates gegeben. Also ich würde doch mal vermuten, so lange sollte es jetzt gar nicht mehr dauern. Ach nee, er war auch gar nicht kurz vorm Auslaufen. Jetzt war er erst kurz vorm Auslaufen. Ach komm, er fliegt tatsächlich nochmal weg. So, mein Freund. Hä? Oh nein, er ist jetzt da oben drin. Da komme ich doch von hier aus gar nicht dran, oder? Er kommt runter. Das ist ja komfortabel von ihm gelöst, dass er runterkommt und ich nicht durch drei Gebiete rennen muss, um nochmal raufzukommen. Ja, da war nicht mehr viel übrig, würde ich sagen. So, war der Honig leer? Jo. Dann nehmen wir noch ein paar Käfer mit. Nargakuga Schwarzfell. Nargakuga Schnittflügel, Reißzahn, Schuppe.
Ah, Schlaf plus 5 wäre gar nicht so schlecht, wenn ich, glaube ich, eine Paralysewaffe hätte. Aber die habe ich nicht. Ein neuer Rekord. Und zwar ein großer Nargakuga. Luca hat jetzt Stufe 19 erreicht. So. Ich habe schon wieder keine Megatränke mehr. Es kann nicht wahr sein. So, was gibt's als nächstes zu tun, kleines Mädchen? Der Wyvern des Windes. Eigentlich, warum kommt die denn jetzt neu dazu? Der Nargakuga im Jura-Grenzland ist schrecklich schnell. Einmal blinzeln und alles verpasst. Aber Jäger, jemand muss sich drum kümmern. Nichts ist wichtiger als die Jagd. Los geht's. Dann tun wir das nochmal. Sollte eigentlich schneller gehen als die letzte Quest. Weil zweimal umschmeißen ist, glaube ich, einfacher als den Flügel abzutrennen. So, auf geht's. Nargakuga Begegnung, die zweite. Dann schauen wir mal, wo wir den Nargakuga hier im Jura-Grenzland so finden. Irgendwas sagt mir mehr in den südlichen Gefilden, aber ich gehe trotzdem hier nördlich lang. Gab's hier nicht auch irgendwo Honig? Könnte auch sein, dass meine Handelskatze gleich wieder frei ist und dann werde ich definitiv auch mal eine Honigrunde einlegen. Irgendwo hier hätte ich ihn jetzt eigentlich schon erwartet. Oder vielleicht hier? Ach man, er ist mal wieder nicht zu finden. Das ist manchmal echt das Zeitraubendste. Da ist er ja. Hallo, mein Freund. Hast du mich schon gesehen?
Na klar. Er ist wieder fuchsteufelswild. Aber das werden wir ihm schnell austreiben. Ach komm, da habe ich ja wohl zuerst geschlagen. Das kann doch nicht wahr sein. Heilung bitte. Komm her, mein Freund. Oh, er hat genau durch den Baum schlägt er mich natürlich. Oh, jetzt schlägt er den Baum weg. den habe ich gerade noch als Deckung verwendet oder verwenden wollen. Und dann war er weg. So, danke für den neuen Buff. Danke für den Schaden. Ja, danke. Ja, ich bekomme Heilung. Wunderbar. Aua, aua. Oh, 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 oh. Danke. Oh, das tat weh. So, da sind wir doch schon zum ersten Mal. Naja, gut. Das sollte ihm doch schon ordentlich was verpasst haben. Das Dumme ist, ich muss ihn nochmal besteigen. Bam. Da haben wir schon den ersten Treffer wieder. Und den zweiten Treffer. Na gut, dann wird es wenigstens ein Triple Buff, wenn ich mal einen roten bekomme. Danke. Oh, ich glaube, oder? Ja, doch, nochmal getroffen. Nice. Na, der jetzt nicht. So, eigentlich sollte er doch jetzt bald nochmal liegen. Jawoll.
Na komm, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ach, Honig. Den brauche ich dringend. Zwar wenigstens mal einigermaßen ergiebig. Und jetzt schauen wir mal, dass wir den noch ein zweites Mal umgestupst kriegen. Das war schon mal nix. Mann, der muss doch langsam mal wieder liegen. Habe ich hier nicht gerade irgendwie eine Falle oder sowas gehört? Oder was war das? Ach ne, hier ist ein Shiny Drop. Eine erste Hilfe, wie süß. Verschwendet nur Platz im Inventar. Oh Mann. Oha, das Zelt ist eingekracht. Ach Mann. Danke. Kann ich jetzt mal hier einen roten Buff haben, bitte? Nein. Boah. Danke. Bringt er die Fallen zum Explodieren? Sehe ich das richtig oder was macht er damit? Oh Mann, ey. Ja, so kann sich das noch ein bisschen hinziehen. Oh Gott. Ey, ich kriege es einfach jetzt nicht hin, ihn noch ein zweites Mal zu besteigen, oder was? Und er fliegt wieder weg. Bis zur 9, da hätte ich ihn eigentlich so fast als erstes vermutet in dem Gebiet, aber vielleicht ist es auch seine Heimat. Wenn er da jetzt so schnurstracks hingeflogen ist. Aber könnte auch, na gut, könnte auch an einem Tunnel da hinten liegen, dass die Gebiete quasi direkt verbunden sind, aber egal. Oh, die Farbe ist weg.
Das müssen wir mal leider als erstes beheben. Ach komm, und ich krieg das grüne Moped, das gibt's doch nicht. Oh. Ja, werde ich. Ich halte mich fest, Nebenquest erfüllt. Man sieht auch wieder, es dauert einfach unheimlich lange, bis man die ein zweites Mal niedergerungen kriegt. Also das erste Mal lohnt sich noch, das ist ja meistens mit zwei, drei Sprüngen erledigt. Ich finde, das danach lohnt sich in der Regel gar nicht mehr so. So, mal schauen, ob ich ihn... Ich wollte gerade sagen, mal schauen, ob ich ihn mit meinem Extraktjäger erwischt kriege, aber er fliegt natürlich erstmal weg. Und wieder zu 5 zurück. So, ich schieße ihn jetzt nicht direkt an. Obwohl es diesmal wahrscheinlich geklappt hätte. Ja. Wenigstens hat es jetzt auch geklappt. Wo ist mein Kinsekt? Da. Mitten in die Fresse. Ich finde, einer der beiden könnte mich mal heilen, muss aber nicht. Oh, ich habe ihn anscheinend den Kopf irgendwie... Naja, was soll ich dazu sagen? Gebrochen, das Auge rausgekratzt, was auch immer. Er hat auf jeden Fall nur noch ein Auge. Und lass mich raten, wieder zurück zur 9. Natürlich. So.
Ach komm, ich wollte mich drunter herrollen, aber es hat nicht geklappt. Es hat auch wieder nicht geklappt. Oh Mann. Nee, komm, jetzt bleib mal hier. Ach, bitte nicht, ey. Und wieder zurück zur 5, bitte, komm. Oh oh, ich will mich doch nur heilen. Danke. Boah. Das war auch langsam Zeit. Das hat sich ja jetzt doch ganz schön gezogen. Aber immerhin Nebenaufgabe erfüllt. Das Viech ist tot. Ich habe nur 8 Megatränke verbraucht. Die Shiny Drops sind weg. Sauber. Gab's hier Honig? Honig irgendwo. Obwohl hier, ich glaube, in den Höhlen eher nicht, ne? Na, sieht gar nicht mal so gut aus. Hier gibt es noch ein paar freche Katzen. Ein paar Spinnenweben. Auch schon wieder ein Rekord. Ich habe aber nicht gesehen, welchen. Und irgendjemand hat kritisch plus 3 bekommen. Na, sauber. Gut, ich sage an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.